Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder eine neue Wahr- oder Falschgeschichte. Wir alle lügen mal, das ist ganz normal. Und wir werden auch jeden Tag wieder angelogen. Die einen erkennen Lügen besser, die anderen schlechter. Heute, liebe Freunde, müsst ihr eurem Verstand trauen und versuchen, mich zu durchschauen. Stimmt die Geschichte oder würde ich euch etwa eiskalt ins Gesicht lügen? Kommentiert Hashtag wahr oder Hashtag falsch in die Kommentare. Die Auflösung kommt online, sobald ihr die 10.000 Daumen nach oben schafft. Deswegen habt ihr jetzt einen Job, haut den Daumen nach oben kaputt, denn je schneller ihr das schafft, desto schneller kommt die Auflösung in den Kommentaren online. Euer Job, die 10.000 Daumen, und mein Job ist jetzt, euch eine Geschichte zu liefern. Deswegen lehnt euch zurück und genießt die Story. Kanada, 2014. British Columbia. Es war spät am Abend, als Mike endlich den Highway erreichte. Er hatte sich beim Wandern im Nationalpark verlaufen und den Parkplatz mit dem Bus, der ihn zurückbringen sollte, nicht mehr gefunden. Als er durch Zufall auf den Highway gestoßen war, beschloss er zu trampen. Es war mittlerweile 23 Uhr und stockdunkel. Es war seine einzige Option, wollte er nicht im tiefen Wald übernachten. Und die Gefahr, einen komischen Fahrer zu erwischen, nahm er dabei gerne in Kauf. Oh nein, schon wieder einer vorbeigefahren. Es wird langsam wirklich kalt. Da kommt noch jemand. Hey! Hey! Halten Sie an! Oh, er kommt endlich. Das war schon das vierte Fahrzeug. Hey Junge, wo willst du hin? Irgendwo in die nächste Stadt, Sir. Ich fahre nach Alberton. Ist nicht weit, 20 Kilometer. Ich kann dich da absetzen. Klar, das passt perfekt. Sie sind meine Rettung, Sir. Dann steig mal ein, Junge. Ich hab's eilig. Wir fahren aber schon ganz schön lange. Müssten wir nicht langsam mal in Alberton sein, Sir? Junge, sei glücklich, dass ich dich überhaupt mitgenommen habe. Vielleicht fahre ich ja auch ganz woanders hin, wenn ich will. Sorry, Sir, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich wollte nur mal fragen. Ist schon okay. Hast du schon mal was vom Highway der Tränen gehört? Nein, Sir, habe ich noch nicht gehört. Das ist ein Highway-Abschnitt, auf dem seit über 40 Jahren Menschen verschwinden. Die meisten sind Tramper. Trampen ist sehr gefährlich. Ich weiß, ich mache das auch nicht regelmäßig. Ich hatte viel zu viel Angst davor. Hast du auch vor mir Angst? Nein, Sir, nein, vor Ihnen doch nicht. Gut, das will ich hoffen. Magst du Musik? Ja, klar. Welcher Mensch mag denn nicht Musik? Ich komponiere Lieder und ich habe einen Song. Ich nenne ihn das Lied des Todes. Ich spiele ihm jeden Menschen vor, den ich mitnehme. Willst du es hören? Lied des Todes? Das klingt aber traurig. Na und? Ich mag traurige Musik. Ich mache es jetzt an. Klar, gerne. Ich höre es mir gerne an. Ich kann dir vielleicht ein bisschen Feedback geben. Und, wie fandest du es? Schön. Haben Sie das komponiert, wirklich? Natürlich habe ich das. Ich spiele es jedem meiner Fahrgäste vor, bevor ich ihn töte. Was? Was tun Sie? Achso, das war ein Witz, oder? Sie haben echt Angst gemacht. Sehe ich aus, als mache ich einen Witz? Wir fahren jetzt in das Waldstück hier. Wir sind nicht in Alberton. Siehst du irgendwelche Häuser? Wir sind mitten in der Wildnis. Und hier wird dich keiner hören, wenn du schreist. Aber Sir, das können Sie doch nicht machen! Man nannte den Mann den Musikmörder. Der Typ nahm gezielt auf einem Highway-Abschnitt in Kanada junge Tramper mit und spielte ihnen einen Song vor, den er angeblich selbst komponiert hatte. Am Ende des Liedes brachte er sie jeweils um, falls diese Geschichte stimmen sollte. Tja, liebe Freunde, Hashtag wahr oder Hashtag falsch? Das ist die Antwort, die ich von euch hören will. Schreibt es in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht, den Daumen nach oben dazulassen, denn bei 10.000 Daumen nach oben kommt die Auflösung online und ihr erfahrt, ob ihr richtig standet oder ob ihr falsch lagt. Ansonsten vergesst auch nicht, ein Abo dazulassen. Wäre nur ein kleiner Klick für euch, aber ein Riesenklick für mich, denn hier kommen fast täglich Videos. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.